November im Berliner Hotel Adlon. Beim Führungstreffen Wirtschaft der Süddeutschen Zeitung trafen sich Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft zum Gedankenaustausch. BMW war nicht nur Partner der hochkarätigen Veranstaltung, sondern auch Gast auf dem Podium. Worte aus der Politik gab es ebenfalls zu hören. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Russlands Ministerpräsident Wladimir Putin diskutierten in ihren Redebeiträgen Chancen und Risiken einer europäisch-russischen Freihandelszone. Weiterer Gastredner beim SZ-Führungstreffen Wirtschaft, Bundesverteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg. Grüß Gott, meine Damen und Herren, freue mich, dass ich in diesem Zusammenhang zu einem Themenkomplex Stellung nehmen darf, nämlich wirtschaftspolitische Interessen, wirtschaftspolitische Fragen mit dem Komplex Sicherheit in Zusammenhang zu bringen. Die Sicherung wertvoller Ressourcen wie etwa seltene Erden nannte Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg als eine der dringlichen Aufgaben auf der wirtschaftspolitischen Agenda. Seltene Erden werden zum Beispiel zum Bau elektrobetriebener Motoren und damit für die Entwicklung zukünftiger Mobilitätsformen benötigt. Auch darum ging es beim SZ-Führungstreffen Wirtschaft. Neben Bahnchef Rüdiger Grube und Airbus-Präsident Thomas Enders stellte BMW-Vorstandsvorsitzender Dr. Norbert Reithofer seine Vision zukünftiger Mobilität vor. Individuelle Mobilität wird weiterhin ein Trend sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen auch in den nächsten 30 Jahren auf individuelle Mobilität verzichten wollen. Aber wenn ich jetzt mal ein Land hernehme wie die Vereinigten Staaten von Amerika, wo sie, Herr Grube, kein so ein Schienenverkehrsnetz haben wie wir in Deutschland, dann spielt zum Beispiel individuelle Mobilität noch eine ganz andere Rolle. Dann natürlich Nachhaltigkeit. Ich bin der Meinung, dass sich auch Kunden in Zukunft immer stärker dafür interessieren, welches Unternehmen steckt dahinter. Guckt dieses Unternehmen auf Nachhaltigkeit. Bei den energieeffizienten Antriebskonzepten von BMW ging Dr. Norbert Reithofer besonders auf die Entwicklung rein elektrisch betriebener Fahrzeuge ein. Und die Batterie ist mit Sicherheit die größte Herausforderung, wenn es um Elektrofahrzeuge geht, sie kompakt zu machen, sie leicht zu machen. Und was wir tun mit unserem sogenannten Megacity-Vehikel, wir benutzen, um das Gewicht auszugleichen der Batterie, eben Carbon als Werkstoff, der viel leichter ist. Wir benutzen ein sogenanntes Drive-Konzept aus Aluminium und wir sagen, das ist Purpose Design. Das heißt, das ist ein Design, das angepasst ist für ein Elektrofahrzeug. Es wird ja 2013 kommen. Es wird von Grund auf neu konstruiert sein. Das heißt, wir sind vorbereitet. Die Zukunft kann kommen. Das SZ-Führungstreffen Wirtschaft 2010 zeigte wieder, den globalen Herausforderungen begegnet BMW mit klugen, innovativen Mobilitätskonzepten.